Herzlich willkommen zur Neumondlegung. Der Neumond im Krebs am Samstag. Schön, dass du hier bist, hier bei Tarotzeit. Mein Name ist Heidi. Ja, wir haben, wie gesagt, am Samstag den Neumond im Krebs und der Mondimpuls sagt, relax, entspann dich. Ja, vielleicht einfach jetzt am Wochenende loslassen, abtauchen, entspannen. Und ich dachte, wir nehmen mal das Spirit Song Tarot. Das ist sehr schön gezeichnet mit unglaublich schönen Tieren, mit vielen Details und unten noch inspirierenden Botschaften oder Impulsen. Ja? Und vorab hole ich uns eine Karte, um mal so vorab reinzuspüren. Ach, da ziehen wir schon eine. Da haben wir, große Arcana, The Magician, der Magier. Und unten haben wir Willpower und Creation. Ja, was gibt's hier, wofür du dich entscheiden magst? Was magst du kreieren? Wo möchtest, welche Kreation möchtest du in die Welt bringen? Ja, geh mal in die Willpower, in das, was du wirklich willst. Hier ist die Kraft, die Karte, große Arcana, starker Impuls und die Nummer 1, ne? Neues darf hier entstehen. Ja, schöner Vorabimpuls für diesen Neumond, der gleichzeitig auch ein Portaltag ist. Nicht vergessen, vielleicht doppelte Kräfte, die hier wirken können. Und ja, ich freue mich jetzt auf die Botschaften, die ich legen darf. Und dir wünsche ich viel Freude beim Anschauen. Und ich sage auf zur Neumondlegung. Herzlich willkommen zur Neumondlegung. Der Neumond im Krebs am Samstag. Gleichzeitig ein Portaltag, könnte also ein intensiver Neumond sein. Und sehr gerne nehmen wir doch den Impuls hier, relax, entspann dich. Ja, lass los, entspann dich, relax. Schönes Foto, schönes Bild, einladend, ne? Wirklich mal loszulassen, abzutauchen und zu entspannen. So, und wir fragen jetzt natürlich die Tarotkarten, was zu diesem Neumond sich hier ergibt, was zeigt sich zu diesem Neumond hier, der Neumond im Krebs. Lass uns mal reinschauen, was sich hier zeigt, mit welchen Energien können wir hier rechnen, welche Kräfte wirken hier. Oh, da haben wir. Ich muss noch mal mischen. Jetzt sind es ja die gleichen Karten, wie eben, die rausgefallen sind. Wer weiß. So, lass uns schauen, was zum Neumond sich zeigen wird. Die Ace of Arcons haben wir hier, das Ast der Eicheln, das Ast der Stäbe, the Queen of Shells. Wir haben die Königin der Muscheln, also der Kelche, hatten wir schon in der Wochenlegung, ne? The Three of Shells. Die drei der Muscheln, drei der Kelche. Wir haben The Chariot, große Arcana, der Wagen. Und The Eight of Feathers, die acht der Federn, also die acht der Schwerter. So, ich werde die Karten in dieser Reihenfolge lesen, sodass ich, man sagt ja so 2 bis 3 Tage vor dem vollkommenen Neumond ist die Energie sehr stark und kraftvoll und auch danach, sodass die Mitte hier der Neumond selber ist und davor und danach eben die entsprechenden Tage. Wenn sich das für dich aber anders darstellt, dann löst dich einfach davon und dann schaust du eben in einer anderen Reihenfolge drauf. Genau, wir beginnen mit dem Ast der Stäbe hier und wir haben hier unten drunter stehen als der so ein Widder hier, ne, so ein, als Bild abgebildet. Creative Force und Confidence. Ja, hier ist eine kreative Kraft und Vertrauen drin, was halt das Ace, das Ass sowieso schon hat. Das ist wie so eine Urquelle, wie so ein Magma aus der Erde, das Feuer, ne, die Archons, die Stäbe gehören zum Feuerelement. Und ich würde sagen, hier ist eine feurige Kraft, die hier also zum Neumond hin sich zeigt. Die könnte in dir sein. Vielleicht hast du da Lust und Freude, etwas Bestimmtes zu tun. Vielleicht hast du auch
mit jemand in einer Begegnung, da kommt so Feuer, ne? Vielleicht bist du da ganz begeistert und feurig im Element und ja, magst einfach gerne in dem Kontakt sein, magst den Menschen näher kennenlernen. Aber hier unten drunter, wie gesagt, Creative Force, da ist noch sehr viel Kreativität drin, könnte mit deinem Beruf eben zu tun haben, aber natürlich auch mit der Beziehung, ne? Wie gestalte ich eine Beziehung? Da sind kreative Kräfte, vielleicht hast du kreative Einfälle, Lust und Freude, etwas zu tun, vielleicht auch ein Hobby, Freizeitgestaltung, kann alles sein und eben auch hier tiefes Vertrauen, was auch dieser, finde ich, mit den Widderhörnern hier ausdrückt, ja, was er ausdrückt, da ist eine sehr, finde ich, eine große Kraft hier drin, die sich hier zeigt und widerspiegelt, sodass man schon ganz alleine entspannt sein kann und im Vertrauen sein kann, weil das ist nichts, was einem verbrennt oder ausbrennt oder umhaut, sondern so eine Quelle, die in einem sprudelt und die einem so nach vorne bringt für Neues, fürs Nächste. Die nächste Karte hier haben wir, die Queen of Shells. Und da haben wir ja schon die Königin der Muscheln mit Peace and Compassion. Wir hatten sie schon in der Wochenlegung als Botschaft vom Universum, sich hier ja, in den Frieden und in Compassion, ins Mitgefühl hineinzugeben. Ja, vielleicht auch einfach für dich, ne? Die Königin der Muscheln, die für sich sorgt und hier diese Robbe, die sich hier sonnt und vielleicht auch aalt und es genießt, diese freie Zeit, vielleicht auch das Nichtstun, ne? Also hier, da fühlt sich's oder soll sich's friedlich anfühlen, geh an einen Ort, der sich für dich friedlich anfühlt. Ja, schau, dass du in einer friedlichen Umgebung bist, friedvoll, ne? Und auch Mitgefühl. Schau, dass die Menschen um dich herum Mitgefühl für dich haben. Vielleicht brauchst du, wie gesagt, die Auszeit, dass sie das verstehen, zulassen und unterstützen. Auch mit dem, hier, wir kommen ja näher hier nochmal an den Neumond, mit dem Relax, ne, entspann dich. Aber auch natürlich sollst du mit dir Mitgefühl haben und auch verstehen, vielleicht ist es an der Zeit für eine kleine Pause, für eine Unterbrechung. Ne, wir gehen ja hier auch ins Wochenende rein, vielleicht genau das Richtige. Zum Ende, also zum Samstag hin, zum Neumond hin, hier ja, einfach mitfühlend zu sein, dass vielleicht eine anstrengende Zeit hinter dir lag. Vielleicht hast du ja Projektende, vielleicht musstest du beruflich verreisen und es ist Zeit, mal runterzufahren. Vielleicht war auch ein Abgabetermin. Ja, einfach, dass du da mit dir mitfühlst und nicht irgendwie den Kopf schüttelst und denkst, so gleich ins Nächste reinspringen. Ich brauche jetzt keine Pause, ich darf sie mir nicht gönnen, sondern dass du da mitfühlend bist mit dir. Königin der Kelche sorgt gut für sich, ja, ist liebevoll mit sich, mitfühlend. Ja, vielleicht hast du auch andere Themen, die dein Mitgefühl brauchen. Das wäre jetzt hier eben angesagt. So, und zum Neumond selber haben wir the Three of Shells, die drei der Kelche. Wir sehen hier die drei Delfine, wie sie hier ganz freudig um diese Muscheln herumspringen. Und hier mal Playfulness and Bliss, also hier ist ein Segen da. Und die Lust und die Freude am Spiel, ja, genießt das. Die Delfine, die haben so eine verzaubernde Art und Weise, wenn sie aus dem Wasser raus springen, dass es immer wie so ein Spiel aussieht. Ja, die drei der Kelche lädt dich ein, zu feiern, zu spielen, in der Freude zu sein. Entspannte Freude, vielleicht auch teilst du deine Freude hier mit Freunden oder mit deinen Liebsten. Also das ist zum Neumond angesagt. Relax auf jeden Fall, ne? Entspann dich dabei. Das ist kein stressiges Zusammenkommen, was da irgendwie in unglaublicher Arbeit ausarten soll, sondern wirklich ganz leicht und spielerisch. Wenn du dich hier mit jemandem triffst oder das, deine Freude teilen willst, genauso wie die Delfine das machen. Die sind so leicht und voller Freude und ja, einfach schön, ne? Etwas Spielerisches und Leichtes, der Neumond mit Relax. Also hier ist überhaupt gar keine Spannung drin bis hierher. Dann haben wir The Chariot. Das ist die erste und einzige große, erstmal die einzige große Arcana, die auf dem Tisch liegt. Und drunter steht Discipline and Determination.
ja, vielleicht gibt es hier was abzuschließen, um diszipliniert seinen Weg zu gehen. Auf jeden Fall geht das Nashorn hier weiter, finde ich gut. Ja, traut sich was. Man braucht Mut, vielleicht um eine Komfortzone zu verlassen. Vielleicht genau mit dem Neumond oder auch nach dem Neumond machst du dich vielleicht auf dem Weg. Vielleicht machst du eine Reise tatsächlich. Oder ja, Urlaub könnte auch sein. Vielleicht sollst du auch hier ja einfach voranschreiten, weitergehen, ne? Dass du deiner Bestimmung folgst mit Determination, dass du da nicht nachgibst und dich von deiner Vision abbringen lässt, vielleicht diszipliniert auf deinen Weg zu gehen, deiner Bestimmung zu folgen, dich nicht unterkriegen zu lassen, dich nicht ablenken lassen. Ja, er ist also schon, ne? Also den bringt so nichts so leicht aus der Fassung, würde ich mal sagen hier. Der ist hier sehr zielstrebig und das ist das, was du vielleicht auch hier einfach annehmen darfst oder an das du dich erinnern darfst, ne? Dass du zielstrebig auf dieses dein Ziel hin zuschreiten sollst. Ja, verliere deine Bestimmung nicht aus den Augen. Folge deiner Bestimmung. Und zum Schluss haben wir die Eight of Feathers, die Acht der Schwerter. Und es ist so süß, die Maus, wie sie hier sitzt oben. Mit dem Impulsen Courage and Solutions. Also hier ist Mut gefragt und vielleicht auch die Suche nach Lösungen. Vielleicht bist du auch die Lösung oder vertraue der Lösung. Die Federn sind ja auch, stehen ja auch für Leichtigkeit. Das muss nicht dir nicht schwer fallen, mutig zu sein. Vielleicht gerade im Zusammenhang, wenn man beide Karten zusammennimmt, ja, lass dich da nicht aufhalten, einschränken, zurückhalten, eingrenzen, sondern ja, sei diszipliniert, folge deiner Bestimmung mit Mut und entweder ist das sowieso schon die Lösung an sich, ja, könnte aber auch sein, dass dadurch die Lösung kommt, vielleicht für etwas, was du dich vielleicht für Fragen, die du hattest, kommen vielleicht Antworten, vielleicht auch die Lösung für ein Problem oder für etwas, was dich ausgebremst hat oder wo du nicht weitergekommen bist. Ja, also da kommen Lösungen, Antworten, Möglichkeiten rein. Finde ich schön, wenn du mutig bist. Hier ist der Mut gefragt. Ja, schön, also schöner Neumond hier. Neumonde stehen ja sowieso an sich für Neubeginne. Also von dem her könnte also auch nach dem Neumond sich hier jetzt die kreative Kraft durchsetzen, sich gut genährt hat. Die Freude, ne, das Spiel, auch der Segen, der vielleicht da im Raum liegt, über diesem Neumond liegt. Der Segen für dich, für das, was du vorhast oder für die Beziehung, in der du da bist. Und verlass die alten vielleicht, wie sagt man, die alten Räume, die alten Muster, die alten Begebenheiten. Und ja, mutig. Mutig ins Neue rein. So, wir schauen mal, was gibt es hier zu loszulassen oder noch mehr dazu zu nehmen an Energien, an Kräften. Was sagt das Universum? Was ist die Botschaft vom Universum? Was sagt das Universum? Sehr schön. So, schauen wir erstmal hier. Da haben wir das nächste Ass, Ass der Schwerter. Und hier haben wir Mental Clarity and Foundation. Und hier auch so eine Ziege, gehörnte Ziege, die nach oben schaut. Die nächste Ass-Energie, zweimal die Asse auf dem Tisch. Die immer für Neustart stehen, hier, was dich begeistert, die kreative Kraft in dir, das brodelnde Feuer und hier ist eher die mentale Klarheit, die Klarheit in den Gedanken, vielleicht auch die Entscheidungskraft, die Foundation, die Basis soll stimmen, ne? Also dieses vielleicht auch abgrenzende Element hier drin, dass wir alles, was uns verwirrt oder
was der klaren, sprudelnden Quelle im Wege steht, aus dem Weg zu räumen. Auch hier die Asse, wie gesagt, stehen für die klare Quellenergie. Das könnte sein, neue Ideen, Inspirationen, Einblicke, vielleicht auch, wie gesagt, kommt für mich jetzt hier vielleicht auch eine Idee, was zu entscheiden oder zu wissen, wo es hingeht. Weil wir haben hier auf dem Tisch, wenn man es jetzt bis dahin sieht, für den Neumond mit Relax, wenn du dich entspannst, kommen die kreativen Kräfte hier rein, vertrau denen. Da kommt, wenn du dir gut für dich sorgst, ne, da kommt ein innerer Friede und wichtig, dass du da im Mitgefühl bist, auch mit dir. Ne, da kommt der Segen, der neue Weg, deine Bestimmung liegt hier auf dem Tisch. Der Mut, das zu tun, Lösungen nach Lösungen zu schauen oder die Lösungen kommen, wenn du mutig vorangehst. Und wir haben hier die mentale Klarheit, vielleicht auch hier, wenn du deiner Bestimmung folgst, ne, ist so ein klare Sicht darauf, vielleicht hier ganz wichtig, da reinzugehen, das zu verstärken, ne, die Klarheit, die mentale Klarheit, die Gedankenkraft zu verstärken, hier als verstärkende Energie. Das Universum sagt, oh, da haben wir Transformation, nächste große Arcana, Transition und Liberation. Und auch hier nochmal, hatten wir auch in der Wochenlänge die Karte der Tod. Hier wird es zu einem vielleicht Schmetterling, die Raupe, die zum Schmetterling wird, mit Transition im Übergang, ne, die Transformation, der Wandel, die Veränderung. Und hier vor allem vielleicht auch für dich nochmal wichtig, hier steht die Liberation, die Befreiung. Ja, das sich befreien, das sich rauslösen, was ich aber auch hier so wahrgenommen habe, ne, wenn man hier seinen Weg geht, seiner Bestimmung folgt und alten Vertrauten, vielleicht auch der Komfortzone, sich traut rauszugehen, kommt hier, sieht das Universum hier den Wandel, die Veränderung, die Befreiung. Ja, das ist, das, wie gesagt, liegt jetzt schon zweimal, also mit der Wochenlegung und der Neumondlegung, beides mal auf dem Tisch. Zweimal die Asse, Neustart. Also von dem her sieht das sehr gut aus. Ne? Also der Neumond selber, wie gesagt, ist natürlich auch neue Kräfte, die jetzt kommen, weil der Mond, das Licht des Mondes nimmt zu. Man sagt, das verstärkt sich jetzt hier alles. Und hier kommt es natürlich auch nochmal. Da verstärkt sich die gedankliche Klarheit, vielleicht auch die Ideen, vielleicht auch Erkenntnisse, vielleicht auch Geistesblitze. Alles, was damit zusammenhängt. Was ist die Lernaufgabe zum Neumond hier? Ach, da haben wir Eight of Arcans als nächste. Und die Eight of Arcans sind wieder die Acht der Stäbe, hatten wir auch in der Wochenlegung. Auch hier das Doppelt. Und hier unten Energy and Results. Da kommt die Energie rein und die Ergebnisse, also es wird zu Ergebnissen kommen. Da ist Energie, da ist Power, da ist Freude, da ist Wille, Mut, Kraft, ja, Entscheidungsfreude. Die Sterne stehen gut, ne? Da ist Energie für dich da. Das spürst du in dir, vielleicht brodelt das Feuer, das zu tun, vorwärts zu gehen. Und es kommen die Resultate dann auch auf den Tisch. Natürlich, genau auf wie auch hier die Lösungen kommen, kommen hier die Resultate. Das ist die Lernaufgabe, sich das zuzulassen, das anzunehmen, da reinzugehen, die Energie sprudeln zu lassen und offen sein für die Resultate, die kommen oder auch willens zu sein, Resultate zu erhalten. Superschön. Und wir holen uns eine Guidance-Karte für diesen Neumond. Was kann uns hier führen, unterstützen, inspirieren? Gib uns hier bitte eine Führungskarte. Ups, naja, so ein ganzes Paket wollen wir nicht. Wir wollen eine Führungskarte hier bitte für diesen Neumond. Eine. Einen Impuls. Nicht alle bitte. Einen Impuls hier, der uns hier begleiten darf. Und da haben wir die spielerische Leichtigkeit und hier, wir sehen hier den Delfin und hier auch die spielerische Leichtigkeit. Spiele dein Leben, lebe dein Lebensspiel voller Freude. Das Leben ist das genialste Spiel aller Spiele. Du bist Schöpfer und Spieler zugleich. Beobachte dein Leben
aus mehreren Perspektiven. Du kannst das Spiel steuern, lenken und verändern. Delfine spielen für ihr Leben gerne auf ganz individuelle Weise. Du hast viele Möglichkeiten immer. Möge dich das und auch die Kraft, die der Ausdruck der Delfine und wie sie hier auch im Neumond genau Delfine gezogen wurden und hier auch auf dem Bild als Meeresfläche mit Relax dargestellt, darfst du hier gerne den Impuls für diesen Neumond integrieren, darfst dein Lebensspiel spielen, spiel es mit Leichtigkeit, beobachte dein Leben aus mehreren Perspektiven, das kann dich hier unglaublich bereichern bei deiner Transformation, die hier ansteht, aber auch natürlich beim Chariot, ne, bei dem seinen Weg zu wählen, aus der Komfortzone rauszutreten. Und denk dran, du hast viele Möglichkeiten, immer. Wie oft vergessen wir genau das? So, und wir ziehen noch eine zweite Guidance-Karte. Eine zweite Karte, die uns hier führen oder inspirieren darf. Und da haben wir Halte inne. Auch schön. Ja, dieser. Und auch hier mit dem Blick auf diese Lotusblumen, auf die Blüten. Einfach innehalten, durchatmen. Lass dich nicht irgendwohin drücken, pushen. Aber auch nicht aufhalten. Ja, wenn du dabei bist, voranzugehen, dann geh gerne auch voran. Aber es gibt vielleicht auch einfach andere Momente hier, vielleicht bei dem sich nähren, für sich da sein, im Mitgefühl sein oder auch bei der Transformation hier oder auch bevor du den Weg gehst, ne, da voranschreitest auf deine Bestimmung hin, wo auch immer, innehalten, um ja vielleicht die geistige Klarheit, in die Klarheit zu kommen, vielleicht auch zu entscheiden, wohin geht's, wofür brauche ich den Mut, wo auch immer, wann auch immer dir das dienen mag, darfst du innehalten, vielleicht auch einfach nur, um zu entspannen. Ja, schöner Neumond, sehr schöner Neumond mit all den Kräften, die sich auch in der Wochenlegung schon so gezeigt haben, auch gerne da nochmal in die Wochenlegung reinschauen. Da gibt es Verbindungen, aber schon allein. Nur dieser Neumond im Krebs hier ist sehr kraftvoll, sehr unterstützend, etwas ja, weiterzugehen, klar zu sein, mutig zu sein, die Energie einzuladen, etwas ja auch für dich zu tun und am Ende vielleicht hier auch mit der Liberation, mit der Befreiung, sich zu befreien. Ja, oder einfach nur playful, in gesegneter Freude, spielerisch sein Leben zu gestalten, wenn es so viele Möglichkeiten gibt. Immer. Ja, dafür wünsche ich dir alles, alles Liebe und alles erdenklich Gute. Danke für dein Hiersein. Danke für dein Zuhören und Zuschauen. Und ja, bis ganz bald. Namaste.